Der Wild Wings Postgame Pressetalk wird präsentiert von Karl Storz Endoskopen. Hier ist Schwenning, die Pressekonferenz nach Penny DL, Spieltag Nummer 30 und dem Duell der Wild Wings mit den Fishtown Penguins Bremerhaven. Endstand vor 5130 Zuschauern. 1:2. Ich begrüße hier vorne neben mir in gewohnter Form beide Cheftrainer. Zu meiner Rechten Thomas Popisch für die Gäste aus Bremerhaven und zu meiner Linken Wild Wings Head Coach Steve Walker. Die Trainer beginnen die Statements. Herr Popisch, Glückwunsch zum Sieg. Wie fassen Sie das Spiel zusammen? Ja, vielen Dank erstmal. Und ja, ich glaube, es war, oder hat man gesehen, sehr kampfbetontes Spiel. Das, was wir auch im Vorfeld erwartet haben, gerade Schwenning zu Hause auf dem kleineren Eis. Sehr gutes Vorcheck, sehr agil. Wir haben die ersten 10 Minuten, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt, sind dann aber viel, viel besser ins Spiel gekommen. Hatten durch die Überzahlsituation Ende vom Drittel, glaube ich, auch die ein oder andere gute Möglichkeit. Aber beide Mannschaften haben im Unterzahl heute gut verteidigt. Im zweiten Drittel habe ich uns viel, viel besser gesehen. Den einen oder anderen Turnover noch und war ein enges Spiel. Und dann ist 1-1 und dann ist es manchmal der Lucky Punch, der heute für uns war. Aber hinten raus, glaube ich, war es von uns ein sehr aktives Spiel gewesen. 2 sehr gute Torhüterleistungen und deshalb sind wir froh natürlich, dass wir heute die 3 Punkte mitgenommen haben. Vielen Dank. Steve, take us through the game, please, one more time. Yeah, obviously, the first period we were pretty happy with. We had a good start, and then obviously the power play kind of sniffed us. We did a good job, maintaining our composure. Obviously, with a 5-minute penalty, it was tough against a really good hockey team. So the first period, with the situation we had, we're pretty happy with it. Obviously, the second period, I thought Bremerhaven did a really good job, elongating some shifts and putting us under pressure. We had some tough exits, and we weren't able to get the puck deep. And, and then obviously we're talking about inches and feet in hockey, and, we didn't get the red line, allow their big line to come on the ice, face off. You get a little bit unlucky, a puck goes off a shin pad right to open guy, and that's hockey. And, those are the situations that good teams capitalize on. All the credit to them. And then obviously we got the tying goal in the third period, started to get a little bit of momentum. And then, it's one of those plays that, we had possession of the puck and turned it over, a quick shot to the net, and they found the space and made a good little backhand out of the air. Overall, I think you're playing against a very good hockey team, very disciplined. They didn't give us much. It was a tight game. It was a good game for us defensively, I thought, against a really good hockey team. We stayed patient. We didn't panic and didn't feel any pressure. And it was one of those games that, the credit to them. They found a way to win and get the points. And, we have to learn from it and just be a little bit better next time and try to create some more opportunities earlier in the game. Wie immer fasse ich die Aussagen von Steve kurz zusammen. Er war mit dem Start seiner Mannschaft sehr zufrieden. Guter Start auch im Anbetracht der Situationen, durch die sie gehen mussten. 5-Minuten-Strafe, Penalty-Killing, guten Job gemacht. In Anbetracht der Tatsache, was sie da durchleben mussten, war es ein gutes erstes Drittel. Dann war es im zweiten Drittel deutlich schwerer, auch weil Bremerhaven einen guten Job gemacht hat. Es war schwierig, aus der eigenen Zone herauszukommen. Sie haben es dann nicht mehr geschafft, die rote Linie zu überspielen, was die Top-Reihe von Bremerhaven lange auf dem Eis gehalten hat. Und dann war es eben eines dieser unglücklichen Plays am Ende des Tages vom Schienbeinschoner. Springt die Scheibe direkt zum Torschützen, dann zum 1:0. Aber Kompliment an Bremerhaven für die Leistung im zweiten Drittel. Und dann haben sie durch diesen Ausgleichstreffer im Schlussabschnitt Momentum bekommen und dann war das so ein Spiel, dass er in beide Richtungen gehen konnte, ein Turnover gemacht vor dem 2-1, Rückhand aus der Luft und da war dann eben das Tor da. Ansonsten hat er seine Mannschaft aber auch gelobt, die nie in Panikmodus gefallen ist, die sehr, sehr beim leidenschaftlich und am Plan festgehalten hat und weitergespielt hat. Am Ende des Tages Glückwunsch und Kredit an die Penguins aus Bremerhaven ist ein Spiel, aus dem die Wild Wings lernen können und auch müssen, damit diese engen Spiele zukünftig wieder auf die Seite seiner Mannschaft fallen. Gibt es Fragen der anwesenden Medienvertreter? Tina Fröhlich beginnt, ja. Ja. Steve, are those losses mentally especially tough? Well, I would compare these kind of games for a team that, hasn't had playoff hockey. That's a playoff team. I mean, obviously, was fortunate enough to be with Munich last year. That was the kind of game every game was where, it's one goal and it might be the only goal of the game. And it's really difficult to play. It's hard, but it's also a learning opportunity. And I think the better you are, the more, you're up in the standings. These are the kind of games that you have to win more than not. And I think it's a good learning
experience for us for sure, and we'll be better the next time we get in those situations because that's a very good defensive hockey team. Obviously, they don't give up much. They really limit your chances, and they're willing to shot block and really sacrifice for the team. And when teams are willing to do that, that's why they're in the top of the league. Also die Frage von Tina Fröhlich war, ob solche ja, Niederlagen dann mental schwer zu verarbeiten sind. Steve hat gesagt, ja, das ist eine Playoff-Mannschaft und so spielen sie auch alles letztes Jahr mit München. Es sind immer enge Spiele, es kommt dann auf diese Kleinigkeiten an, ein Torunterschied oft. Aber es sind auch die Spiele, in denen man sehr, sehr viel lernen kann, wie man die Situationen beim nächsten Mal besser löst. Aber ja, Bremerhaven einfach eine Mannschaft, die auch alles gibt, die die Leidenschaft mitbringt, um sich in die Schüsse zu werfen und diese zu blocken. Heinz Wittmann von der Neckarquelle macht weiter. Steve, die 5-Minuten-Strafe gegen Will Weber, war die gerecht? So like the 5-minute penalty against Will Weber, how do you see that? I just had a quick look at it. Obviously, you know, the referee's job is to protect the player. I thought he was kind of reaching for the pocket. I think, you know, I don't think there was an intent to hit his head, you know, because his head was fairly low. Obviously, the referees have to make a decision, and we have to live by where the result. But you know, no Will, he's not a guy that's you know, trying to hurt players. You know, those situations. But unfortunately, he was hurt. So I think it's one of those. It's not in our hands, and the decisions that the refs make. You know, they feel comfortable with it. They reviewed it, and we have to live with it. Er hat gesagt, ja, es war, ja, er kennt Will gut und er will ihm da keine Absicht unterstellen. Er ist kein Spieler, der ja absichtlich gegen den Kopf geht. Es war eine schwierige Situation, weil der Gegenspieler auch den Kopf relativ tief hatte. Die Schiedsrichter haben sich die Situation nochmal angeschaut, haben sich damit wohlgefühlt und dann ist es eine Entscheidung, mit denen die Wild Wings zu leben haben. Weitere Fragen? Michael Bundesmann vom Schwabo, danke fürs Rüberreichen des Mikros. Ja, noch abschließend an Steve die Frage, was in Mannheim wichtig jetzt sein wird am Dienstag. Just a preview on the Mannheim game on Tuesday, what's going to be important? Well, I think we continue to build. Obviously, we've been trying some different line combinations. We're trying to get some guys back into game shape. And I think today was better than it was in Straubing. And, you know, obviously Mannheim's playing better hockey than when we first played them last 5 games or 6 games ago. You know, we have to move the puck quick. We have to do the things that we do relatively well all the time. Because they're a bigger team, they manage the puck really well, but we can use our feet and be quicker to them, put them under pressure, and limit their time and space. And I think that we did a really good job the last 2 games against them, and the recipe won't change because that's who they are as a team, and that's who we are. So, you know, I think we'll just continue. I think some guys look better today in shape. There was more chemistry in the lines. And, you know, we don't have a ton of practices with that group. So I think overall we'll be better as a group. And I think, you know, the recipe for Mannheim will be more or less the same as it was before. Ja, auch da kurze Zusammenfassung meinerseits. Es geht darum, weiter die Chemie zwischen den Reihen zu verfeinern. Die haben heute schon einen deutlich besseren Job gemacht nach der neuen Zusammenstellung als in Straubing, seiner Meinung nach. Es wird ein schwieriges Spiel. Wir hatten sie schon zweimal hier zu Hause. Sie sind besser geworden, glaubt er, als beim letzten Aufeinandertreffen hier in der Helios Arena. Sie sind ein großes Team, physisch stark. Da geht es darum, die eigenen Beine zu bewegen, gut auf den Füßen zu sein. Auch wenn sie sich jetzt vielleicht unter dem neuen Trainer ein bisschen verändert haben, es bleibt die Kerneigenschaft beider Mannschaften. Es geht darum, ja, die Raum und Zeit zu beschränken und dann ja, mit wenig Training in den nächsten Tagen einfach wieder einen guten Job zu machen und die Chemie innerhalb der Mannschaft weiter aufzubauen. Keine weiteren Fragen mehr, ich schaue in die Gesichter. Thomas, vielen Dank fürs Warten. Gute Nachhausefahrt, Steve, vielen Dank. Euch allen frohe Weihnachten am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sind wir ja schon wieder in Aktion. Ja.